Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Batman Arkham Knight. Beim letzten Mal haben wir ja hier den Mr. Stack freigekloppt quasi. Ihr seht ja hier schon die ganzen Leichen oder die ganzen Bewusstlosen. Die haben wir hier quasi weggehauen. Und jetzt sollen wir zum anderen Flugschiff. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie kommen wir denn hier raus? Warte mal, da ist eine Steuereinheit. Die werden wir mal hacken. Na, wo ist unser Hacker? Hacker! Hack! Nuke. Nuklear? Ne, Nuklein. Säure. Habe ich doch schon gelesen. Stand da irgendwas von Säuren. Ha! Mein Gott, ich bin einfach nur der Hack-Genie. Gute alte Hack-Genie. Oh, lol. Was mache ich denn da? Alfred. Stack wurde zu Scarecrow im zweiten Luftschiff gebracht. Aber es ist mit Geschützen gesichert. Einen Moment bitte, Sir. Hackett! Der Plan zeigt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks des Luftschiffes, in dem Sie sind. Die Geschütze sollten sich von dort aus ausschalten lassen. Okay. Dann gehen wir mal dahin, Boys. Die Zugangspunkte wurden dafür programmiert, nur Stacks Stimme zu erkennen. Stimmerkennung. Die Frage ist, komme ich jetzt irgendwie anders dahin? Was ist denn da oben? Da oben kam ich her, ne? Ah, da oben kam ich her. Zack. Was haben wir denn hier? Kann ich hier irgendwas hacken? Sieht nicht so aus, Leute. Gehen wir mal hier unten rein. Ich glaube, das kann schon eine Menge bringen. Okay, alles klar. Okay. Es muss noch ein Stabilisierungsterminal in der Nähe zum Überbrücken geben. Okay, ein Stabilisierungsterminal. Da. Der Joker. Steht doch schon davor. Ich habe gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus für dich. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Also, das Teil. Das muss sich doch bewegen lassen, oder? Ja, das muss sich glaube ich, bewegen lassen. Und das hier nicht. Das hier schon. Das hier auch. Andere Seite. Oh. Mein Gott. Oh, oh, aber das fehlt. Sorry, Leute. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht meine Rotze gesehen. Das wäre sonst ziemlich fail. So, dann gucken wir mal. Das Ding machen wir nochmal zu. Und diese können wir nochmal nach da wenden. Und dann sollte das alles passen. Oh, mein Gott, Hacken macht mich immer so krank. Unglaublich. Hast du geglaubt, du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman? Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Bauts, Leute, wir haben es geschafft. Gotham gehört. Krass, oder? In einem. Und ich mache damit, was ich will. Das gilt auch für deine Freundin. Arme kleine Barbara Gordon. Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden verflucht, der sie im Stich gelassen hat? Sie ist dein Schwachpunkt. Deine Besessenheit zu ihr zieht dich immer weiter in den Abgrund. Ja, ja. Laber nicht. Schweine labern auch nicht. Ich hätte sie direkt töten lassen können. Es wäre grausam, sadistisch, brutal. Hör mal, aber ich habe was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern deinen Verstand. Also, sind wir noch Freunde? Ja, Freunde fürs Leben. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Okay.
Wie macht man die Falle weg? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Lipide? Okay. Weg ist es. Gehen wir mal hier lang. Ja, warte mal, da können. Ach Quatsch, da müssen wir doch zurück. Was ist das denn hier? Kann man das irgendwie weg? Warum sind hier irgendwelche Käfer, Alter? Das ist ja mega creepy. Gut. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da rein. Alter, wie hat er sich denn da hochgezogen? Das sah ja richtig weird aus. Okay, ab geht's. Tritt auf das Ding. Aber leise bitte. Okay. Leute, das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Alter, jetzt mach dich weg, du Lauch, ey. Okay. Wo sind sie denn? Ab geht's. Bautz. Okay. Und ab geht's! Dem habe ich schön einen reingegeben. Kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren? Okay, mach ich. Alles klar. Ab geht's, Leute. Hacken! Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Das bringt nichts. Auf diese Aufnahme berührt. Er wird in dem Moment kaum Abdrücke hinterlassen haben. Da könnte er einen Abdruck hinterlassen haben. Auf dieser Aufnahme hinterlässt Stack keine Fingerabdrücke. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Okay, warte mal. Die hat er ja auch noch berührt. Warte mal, da gehen wir mal zurück. Weil der hat ja hier auf jeden Fall auch noch berührt. Ich glaube, da müssen wir einfach den Moment abpassen. Genau. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Nice. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Okay, weiter. Also, wir spulen mal vor. Dann fliegt er hier runter. So, dann berührt er hier mit seiner Hand den Boden. So, dann geht's weiter. Hier macht er nichts. Weiter geht's. Okay, da macht er auch noch was. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Ja, Leute, keine Sorge. Wir holen uns noch den letzten Hinweis. Eine Arkham Knight, die nochmal irgendwo von A nach Y kloppt. Okay, da ist es. Das ist der Moment, Leute. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen.
Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Okay, alles klar. Gut, zack. Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen Klitzekleinen. Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch 3 Stellen zu scannen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? So, wo war jetzt der Rest? Warte mal. So, hier fing das an, ne? Und war das da noch? Ne, das ist er doch nicht. So, da ist er auch. So, zack. Da fing das an. So, dann fliegt der hier runter. Fingerabdruck von hier rekonstruieren. Noch dann hält er sich Stellen da fest. Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch eine Stelle übrig. Die Frage ist, wo wird er als nächstes runtergehauen? Da unten irgendwo, oder? War das nicht hier unten? Nee. Kann nicht sein. Weil sonst würde nicht diese komische Sicht angehen. Okay, warte mal. Also, er fängt da oben an. So, dann geht er hier runter und dann schleift er ihn irgendwo noch hin. Die Frage ist, wo? Zu irgendwelchen Boys schleift er ihn. War das hier? Bei dieser komischen Kammer? Nee. Wo hat er ihn hingeschliffen? An der Tür, ne? War das an der Tür? Ich glaube, ja. Wir müssen mal zur Tür gehen. So, hier ist er dann weiter... Ja, da ist er auch schon. Okay. Gut. Nice. Ich habe den vollen Satz. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen können. Sweet. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt machen wir die Türme kaputt. Und dann geht's ab ins nächste Schiff. Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? So ist es. Genial, Bats, wirklich. Oh, ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz deaktivieren, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern. Nice. Das heißt, wir können jetzt zurück. Und... Die Waffen werden erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Gehen jetzt hier wieder durch. Ja. Okay. Alfred? Sir, wegen der Identität des sogenannten Arkham Knight. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Wow, okay. Das ist ja echt merkwürdig. Das ist auf jeden Fall echt merkwürdig. So, wir gucken mal kurz, ob alles passt. Ja, nicht, dass ich mich wieder aus Versehen gemutet habe. Dann wäre ja richtig sad. Na Leute, müssen wir wieder hacken? Ah, oh, komm schon. Lipide, ne? Lipide war doch hier das Wort. Jawohl. Es ist offen! Was zum Teufel hast du mit mir gemacht? Dir geholfen, Idiot! Jeder, der dich jetzt anfasst, kriegt 1000 Volt ab! Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Okay. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind. Ich habe eine Idee, warte mal. Haben wir nicht noch irgendwie den Unterbrecher? Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ah, ich brauche eine Verbesserung. Warte mal, kann ich den vielleicht holen schon? Warte mal. Nee. So, wir haben 6 Punkte. Wollen wir mal gucken, ob wir den holen können? Ausrüstungseinsatz. Ausrüstungstechnologie. So, warte mal. Unterbrecher, Boa, Drohnensteuerung sabotieren. Das können wir mal aufskillen. Was haben wir denn noch? Unterbrecher, Sanitäter, Sabotage. Werden K.O. geschlagen, wenn sie versuchen, einen ausgeschalteten Gegner zu reanimieren. Das ist geil. Und das mit der Drohne, das möchte ich auch haben. Der Unterbrecher ist nämlich echt ein cooles Tool. So, das heißt, wir haben es jetzt gekauft. Jetzt geht's ab, Leute. Zack. Und zack. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab. Batman! Batman!
Gott, Alter. Der hat mich echt getroffen, der Lauch. Bam! Richtig schön mit dem Fuß vom Kopf. Ah, habt ihr gesehen, die wollten die wiederbeleben, ne? Die Sunnies. Easy, Leute. Haben wir mit Technik. Oh, geil. Oh, warte mal, jetzt kommt wieder das. Okay, was haben wir denn hier? Einmal Waffengenerator oder EMP? Gucken wir mal. Der Nahbereich EMP wird alle Fahrzeuge und Raketen in der Nähe lahmlegen. Sehr nützlich, wenn sie in die Enge getrieben werden. Das machen wir. Waffengenerator, wissen wir ja, was das kann. Nichts ist besser als ein Nahbereich EMP, um sich etwas Luft zu verschaffen. Keine Sorge, das Batmobil ist immun. Na, das ist doch das Wichtigste, oder? Das ist doch das Wichtigste. So, jetzt hacken wir mal die komische Steuerung hier. So. Nukleinsäure. Säuren war das Wort, ne? Gut, dann können wir jetzt zum anderen Schiff. Und können uns mal anschauen, was denn da so abgeht. Oh, da geht einiges. Ab geht's! Gleittritt durchs Fenster! Achtung, hier komme ich! Bams! Oh, what? Schön mit dem Knie, richtig schön in den Nacken. So, warte mal. Wie war das denn nochmal? Konnte man doch hier eine Waffe, konnte man doch aufheben, ne? Ach. Egal. So, was haben wir denn hier? Sicherheitsschloss mit Stimmenerkennung, okay. Unbekannt verstorben. Okay, wir müssen anscheinend hier mit dem Explosivgel wieder arbeiten. Sprengen wir mal hier die Wand weg. Ich hoffe, ihr hattet eure Ohren zu, denn das wird immer ganz schön laut. Aufgepasst. Unser ehemaliger Freund Mr. Stack versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen, und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht. So, warte mal, wo müssen wir denn lang? Was müssen wir denn machen? So, ich habe schon eine Idee, was wir machen müssen. So, wir müssen... Ah, okay. Alles klar, Leute, habt ihr gemerkt? Und weg mit dir, hau rein. Jupp. Dann war's für dich, mein Freund. So. Was haben wir denn hier? X, um die Trophäe zu scannen. Okay. Die haben wir gescannt. Ist die Frage, können wir hier hacken? Ne, können wir nicht. Wieso ist hier locked? Wie machen wir das frei, ist die Frage. Hier oben vielleicht? Na, ist egal. Ist ja nur eine Riddler-Trophäe. Eigentlich, theoretisch gesehen, brauchen wir die erstmal nicht. Wir gehen erstmal weiter. Wir haben hier nochmal... So, mach die Ohren zu! Heilige Mutter Maria. Oh, was geht denn hier ab? Hallo? Yo, hier gibt's auf jeden Fall eine Riddler-Trophäe. So, jetzt ist die Frage. Welche Ding ist denn das? So, Unterbrecher, nee. So, die Frage ist, was muss man denn jetzt hier machen? Warte mal.
So, warte mal. Hier kommt man hoch. Okay. Ich frage mich gerade, wie man... Okay, warte mal. Wir machen das mal so. Wir hacken das Ding. Wir machen jetzt mal alles nach da. So, dann machen wir das nach da. Das nach da. Und dann gehen wir mal hoch. Okay. So, und dann hacken wir das hier. Machen das hier weg. Und schieben das hier rüber. Ne, falsche Seite. Falsche Seite. So, dann sollten wir da reingehen. Okay. Jetzt sind wir schon fast da. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da runter? Tja. Wie kommen wir da runter, ist die Frage. Das ist mir jetzt nicht gerade ersichtlich. So, warte mal, wir können... Hier kann man auch noch runter. Ne, warte mal, da kamen wir doch her, oder nicht? Ja, sicher, da kamen wir her. So, wenn wir das jetzt noch hier rüber schieben. Das geht ja theoretisch. Okay. So, machen wir das mal. Schieben wir das noch darüber. Aktivieren das. Machen den hier rüber. Und gehen mal da rein. Hat das was gebracht? Jawohl. Riddler-Trophäe, Leute. Wir sind einfach das Rätsel-Genie. North Refrigeration. Mein Gott, Refrigeration Luster. Charakterschaukasten. Oh, nice. Oh, was ist denn das? Nutzer-ID. Stack Simon. 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack Simon. 3. September. Als Dr. Crane zu mir kam, glaubte ich, er hätte endlich den Wert seiner enormen Chemiekenntnisse erkannt. Doch nein, immer noch Scarecrow. Durch und durch. Er erfindet eine Formel, die Depressionen heilen oder eine Armee untereinander aufbringen könnte. Und er nutzt sie, um Leute zu erschrecken. Na gut, Dr. Crane. Ich arbeite weiter an Ihrem Clown. Aber ich arbeite auch weiter an Ihrem Toxin. Ich werde ihm zeigen, dass hier Geld zu verdienen ist. Egal wie. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack. Simon. 20. September. Bitte. Es soll aufhören. Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause. Ich will nur nach Hause. Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst deine Formel vervollkommnen. Okay. Das ist ganz schön weird, was hier abgeht, Leute. Hier kann ich anscheinend nicht rein. Ups. Die Tür ist zu. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Stack Simon. 2. Oktober. Was geht hier ab? Patient Nummer 4. 2 Wochen nach dem Kontakt. Wie geht's uns heute, Daniel? Alter. Daniel, würden Sie gern nach Hause? Leichte Panik, dauerhafter Schaden. Das reicht nicht. Okay. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack. Simon. 14. Oktober. Endlich Ergebnisse. Genau genommen mussten wir den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Euch alle! Alles klar. Der ist anscheinend nicht so gut drauf. Angsttoxin kann gefährlich sein für Sie und Ihre Nächsten.
Zu langer Kontakt mit Angsttoxinen kann Phasen mit extremen psychologischen Traumata hervorrufen. Ich sage dir, Bats, sie lassen das Zeug echt immer besser und besser klingen. Was für ein Lauch, Alter. Was geht denn hier ab? Erstmal telefonieren. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen, Master. Master Wayne. So, da gucken wir nochmal hier am Rechner. Können wir noch benutzen. Hier haben wir den Handschuh. Hol den Fingerabdruck raus. Und dann geht's ab. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Zugriff gewährt. Ah. Oh Gott, oder ich hab echt... Oh Gott, ich ahne Schlimmes, ey. Okay. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst gehabt, aber gut. Gotham Skyline, ein neuer Entwurf. Nice. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Was geht da ab? Bitte lasst mich gehen, ich habe jede Menge Geld nicht bei Batman. Alter, wer ist denn das? Oh Gott, der hat eine Minigun. Leute, das wird hart. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich oh Gott. Habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Ja, klar. Okay, wir müssen den Cloudburst aufladen und den Batman nicht aufladen. Alter. Wenn ich bei einer von den beiden Aufgaben versagt, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ihr zusammen mit Stack Gas schnüffeln werdet, verstanden? Oh, der will Gas schnüffeln. Das ist ja sweet. Okay, Leute, nach weiter mit den Energiezellen. Wie viele brauchen wir? Keine Ahnung, Stack verrät's nicht. Schade, dass wir keine Zeit für ein gründliches Verhör haben. Mit dem Angstgas wird es auf jeden Fall gründlich. Was war das? Weiß nicht. Es kam von da drüben. Bewegung! Da ist nichts. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Du benutzt die Bodengitter? Guter Plan. Hier ist meiner. Batman ist unter dem Boden. Zerstört die Gitter und scheucht ihn da raus. Das wird ihn auch scheuchen. Zauberer Sprengsatz. Los! Drei, zwei, eins. Ah, Mann, ich kann immer nie... Batman ist hier. Lass ihn nicht durch. Scarecrow muss seine Arbeit beenden. Wow. Weg hier! Wo ist der Typ mit der Minigun? Wir sollten schnell machen. Wie viele waren das jetzt? Das ist der vierte. Okay. Den mal jetzt nächstes. Weg hier!
Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Holy fuck, Alter, Leute. Lasst ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Jetzt bist du dran, du Fettsack. Dieser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloud Burst fast aufgeladen. Hä, wo ist der Boy? Sorgt mich bis dahin weiter mit Energie. What? Komm schon! Bats! Richtig schön vor den Kopf gekloppt, dem kleinen Fettsack. So, ab geht's. Du hast mich angelogen. Der sieht nicht gut aus. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Ich. Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Oh Gott. Oh oh. Nein, nein, nein. Lass nicht zu, dass sie mich berühren. Oh oh, das ist nicht der gut. Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Welchen Zweck? Überall auf meiner Haut. Sie kriecht auf meinem Gesicht rum. Oh shit. Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen. Oh Mann. Das war ja irgendwie nicht so toll. Okay, das ist. Oh Gott! Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Gut, wir machen Folgendes. Wir machen hier einen Cut. Ich weiß, das sehe ich ziemlich assi, aber wir haben heute schon eine ganze Menge gespielt und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Beim nächsten Mal werden wir uns um Scarecrow kümmern. Schreibt fleißig in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!